Von Schiedsrichter Kitzmüller angeführt, betreten die beiden Mannschaften Punkt 19 Uhr den Linzer Stadionrasen. Der Lasker als Tabellenführer klarer Favorit, die Blau-Weißen in der Außenseiterrolle mit einer bisher ernüchternden Frühjahrsbilanz. Und es sind auch die in Schwarz-Weiß spielenden Gastgeber, die früh in Führung gehen. Vierte Minute, Stadlbauer zur Mitte, ein missglückter Abwehrversuch und Fabiano schießt zur 1:0-Führung ein. Saisontor Nummer 9 für den offensiven Mittelfeldmann der Athletica. Fabiano bekommt den Ball perfekt vom Gegner serviert und hat keinerlei Probleme, die Kugel zu versenken. Blau-Weiß-Linz versucht aber in dieser Anfangsphase, sich nicht zu verstecken und kommt durchaus zu Möglichkeiten. Der Schuss von Dejan Misic und so richtig viel gefehlt hat hier nicht. Dann ist es Markus Blutsch auf der rechten Seite mit dem Pass auf Hieblinger. Dessen Flanke nimmt Ivan Kovacic Volley und es steht 2:0. Das erste Tor im Lask-Dress für Kovacic, der hier aus vollem Lauf trocken einschießt. Die Fans des Tabellenführers klar in der Überzahl im Stadion bejubeln diesen Treffer und bekommen 10 Minuten später den nächsten zu sehen. Wieder Blutsch mit der Vorarbeit, Hammerer legt auf für Vujanovic und das ist das 3:0. Dem blau-weißen Trainerduo dämmert es schon, dass ein Debakel droht und hier der Treffer zum 3:0 Pausenstand noch einmal in der Wiederholung. In Halbzeit 2 dann aber doch mal die Gastmannschaft. Florian Mayer verwertet einen Eckball per Kopf zum 1:3 aus Sicht des Tabellenneunten. Da war zu sehen, dass die LASK-Abwehr sehr wohl verwundbar ist, auch wenn es erst das 8. Gegentor in 21 Spielen war. Und vor allem folgt die Antwort nur eine Minute später. Jetzt die Linzer mit einem Eckstoß und nach einem Kopfball ist John Barry zur Stelle. 4:1, der 3-Tore-Abstand sofort wiederhergestellt. Der LASK hat einfach das Potenzial, einen Gegentreffer wegzustecken und gleich zu kontern. Auch in der Folge die Linzer mit richtig guten Möglichkeiten. Markus Blut spielt eine hervorragende Partie, auch wenn sein Stangelpass in Minute 73 keinen Abnehmer findet. Den Schlusspunkt setzt dann wieder der Top-Goalgetter persönlich. Radovan Vujanovic staubt in Minute 81 ab. 5:1 für Radogol, Saisontor Nummer 20 und ein klarer Sieg des Tabellenführers, der nun bereits mit 7 Punkten vor Pasching an der Spitze der Regionalliga Mitte steht. Wir wollten einfach jedes Spiel diese Fans zeigen. Wir wollen unbedingt hoch. Diese Derby und wollten wir unbedingt gewinnen mit 5:1, muss wir überglücklich sein. Wir haben nach vorne sehr gut gespielt, aber für meinen Geschmack haben wir zu viele Torchancen von Blau-Weiß zugelassen. Es ist halt im Endeffekt so seit der Rückrunde, seit Start aller Heiligen, dass wir kaum noch Torgefahr ausstrahlen, dass wir halt nicht mehr in die Zone kommen, wo wir halt Tore schießen können.